Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part The Binding of Isaac. Und wie ihr vielleicht schon im Hintergrund hört, falls ihr den ersten Teil gespielt habt, ist das Musik aus dem ersten Teil. Ich habe nämlich eine Playlist gemacht mit Musik aus dem ersten und ja, zweiten Spiel bzw. Rebirth. Dafür hier die Musik ausgemacht, weil ich einfach die Musik aus dem ersten Teil so gut fand. Ich habe so ein bisschen gespielt, habe Azazel freigeschaltet und Lazarus. Aber wir spielen heute trotzdem noch mit Isaac. Ich hoffe, dass der Run einigermaßen gut wird. Ich hatte schon den einen oder anderen ziemlich guten Run dabei gehabt, habe immer noch kein einziges Mal nicht zur Mom gekommen oder so, ne? Also, ich glaube nicht, dass ich auf einmal Skill hätte. Stattdessen habe ich aber einige coole Devil-Deals schon gehabt und coole Kombos und habe es am Ende trotzdem verkackt. Juhu! Was ist das? Das Item kenne ich nicht. Double Shot. Oh! Oh, ja. Das finde ich super. Gleich zu Anfang. Ist schon mal ein schönes E-Team. Ja, doch, Double Shot. Ist. Also, das Geile ist ja, wenn wir jetzt irgendwie ein Damage abkriegen. Oh, yo, da trifft der mich ja erstmal. Dann geht es ja, glaube ich, dann für beide Tränen. Das heißt, wir machen. Auf jeden Fall alles, was wir kriegen, zählt, also für unsere Tränen, zählt quasi doppelt. Und das ist schön. Mann, ich hasse diese Gegner, ne? Die springen den ganzen Tag rum. Man kann die überhaupt nicht so gut treffen in solchen Räumen. Was ist das? Eine Batterie. Die lädt irgendwas auf, aber ich weiß nicht was. Wir kriegen eine Bombe und einen Schlüssel. Ah, Schlüssel. So, dann heilen wir uns erstmal. Wir springen das hier unten in die Luft, weil ich wissen will, was da drin ist. Naja, doch, das hat sich gelohnt. Ein Soul Heart. Lohnt sich doch immer. Oh Gott, ich hasse diese Räume. So, Monstro. Gute alte Monstro. So eine Sache zum letzten Part. Eigentlich dachte ich, der würde in 60 Frames laufen, weil das Spiel unterstützt auf jeden Fall 60 Frames. Und ich habe in 60 Frames aufgenommen. Und die Videodatei sagt mir auch, dass es 60 Frames sind. Dann lade ich das bei YouTube hoch und dann waren es auf einmal nur noch 30 Frames. Wo sind die anderen 30 Frames? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war das ein einmaliger Fehler, vielleicht auch nicht. Ich werde es an diesem Video sehen, feststellen. Finde ich, muss mir was ausdenken, was ich hier mache. Was ist das? Tears und Shot Speed Up, so. Okay. Dann geht's unter die nächste Ebene. Ich glaube, zeitlich hängen wir ein bisschen hinterher, genau, aber macht ja nichts. Wir wollen ja eh keinen Boss Rush machen, weil wir wahrscheinlich eh nicht dahin kommen. So. Brennende Leute. Was haben die nochmal gemacht? Ich hab's vergessen. Wieso haben wir einen Schlüssel gekriegt? Haben wir irgendeinen besonderen Gegner hier erledigt? Gab's hier was Besonderes? Alter, wie viel hat der ausgehalten? Ist ja widerlich. Oh Gott, ganz viele kleine Dingles. Dingle hatte ich jetzt auch schon zwei, dreimal als Bossgegner. Und ich muss sagen, ich komme überhaupt nicht auf ihn klar. Weil, also, das Schießen ist eigentlich das Schwierige bei ihm, finde ich. Ich komme nicht drauf klar, wie er schießt. Ich geh mal hier lang. Ja, das bringt mir nichts. Ne, dann gehen wir nach oben. Ich will auf jeden Fall hier den... Oh. Ich will hier auf jeden Fall den Dingsbums-Raum. Den, Item-Raum. Haben, bevor ich zum Boss reingehe. Finde ich cool. Ah, ich finde es so gut, dass wir schon so eine große Range haben. Das ist sehr, sehr gut. Pille. Bad Gas. Naja, nicht schlimm, aber auch nicht nützlich. Ja, Item Shop können wir uns sparen, weil mit einem Penny können wir da nicht so viel machen. Liegen. Ich spiele jetzt auch tatsächlich doch mit dem Xbox One Controller, weil der 360 Controller hat sich einfach so richtig abgekrabbelt angefühlt. Ich meine, das ist ein Controller, den ich schon ein paar Jahre habe. In Benutzung. Von daher ist ja auch etwas abgenutzt durch einige Spiele. Deswegen jetzt doch lieber der One-Controller, der sich so frisch anfühlt.
Oh, irgendwas mit Fliegen. Swarm Protector. Den hatte ich schon. Der, wenn ich Schaden kriege, dann kommt eine Fliege, die... Ja, Gegner... Also die mich umkreist und... So durch auch Gegner angreifen kann. Was machen die Clowns hier? Ja... Soll ich eine Bombe dafür verraten? Ich habe nur eine. Das möchte ich ehrlich gesagt nicht eingehen, das Risiko. Um in die Kiste da dran zu kommen, die da war. Deswegen gehen wir jetzt einfach zum Bossraum und hoffen, dass wir irgendwas Nettes kriegen. Dingel, ja. Wie sage ich vorhin noch, Dingel ist ein Gegner, den ich, oh Gott, den ich nicht so gerne habe. Kriege ich erstmal Dingel. So, jetzt haben wir Schaden gekriegt. Habe ich natürlich extra gemacht, um euch zu zeigen, dass jetzt die Fliege kommt. Auch das nochmal extra Schaden war auch alles geplant. Das ist Chargen. Kann Chargen, schießen und pfeifen, dann holt er diese kleinen Dingles. Habe ich rausgefunden. Gott. Oh Gott. Alter. Also das, dem Chargen kann ich auch ausweichen. Ja. Er hat uns noch einmal getroffen. Was ist das? Moms Schuhe oder so? Heals Range Up. Okay. Ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Eigentlich hätten wir ein bisschen Health gut getan. Aber wir wollen es hier nicht hier... Ja. Beschweren, sondern lieber uns im nächsten Basement zu kehren, also beziehungsweise Cage. Ach, ja. Oh Gott, ich hasse diese Spinnen an diesen Wänden. Ich hasse die einfach. Selbst mit einem Brimstone, also ich hätte zwar noch keinen Brimstone, aber mit Azazel, war das Azazel? Wo du diesen kleinen Brimstone hast, diesen kleinen Laserstrahl. Selbst da lasse ich mich doch oft genug von denen treffen. Apropos Laser, so ein Laserauge hatte ich auch schon. Das kannte ich auch noch aus dem ersten Teil. Das ist richtig gut gewesen. Gleich als erstes Item gekriegt. Richtig nice. Das ist quasi schon wie ein Brimstone, nur ein bisschen schwächer. Habe ich so aufgenommen. Richtig gut. Aber in diesem Run bisher keine guten Items. Also nichts, was so wirklich hilft. Aber dafür schlage ich mich auch gerade ganz, ganz okay. Sage ich und lasse mich erstmal hier von so einem Vieh treffen. Oh Gott. Ein Treffer noch und das war's. Da bin ich schon tot. Das wäre ein bisschen peinlich. Ich lauf rein. Scheiße. Das war dumm. Er hat keiner gesehen. Einfach Restart. Prayer Card. Ah ja. Naja, ganz nett. Aber so langes Chargen. Nee, danke. Oh Gott, ich hasse diese Gegner. Weil die verschwinden einfach in den Boden und schießen einen an und es ist so unfair. Und da drin ist er, der Monopolkapitalist mit Haut und Haaren, der uns frisst. Ich habe das Gefühl, dass die Musik ein klein wenig zu laut ist, aber das ändere ich jetzt nicht. Oh, ich liebe diese Musik. Also die Musik aus dem ersten Teil finde ich so genial. Und die aus dem zweiten, ich weiß nicht, ich werde damit nicht so ganz warm. Bin! Teleport! Was ist das denn? Okay, ich kriege erstmal ein schwarzes Ding. Das war strange. Ja, okay, ich muss jetzt doch die Musik mal ein kleines Stückchen leiser machen. So. So gefällt mir das schon. Ehek gefällt mir das. Ebola. Was ist eigentlich aus Ehek geworden? Das ist so Ebola, kennt ja jeder, ne? Mittlerweile. Obwohl, das hat auch schon, glaube ich, wieder jeder vergessen, dass es Ebola noch gibt. Interessiert sich ja keiner mehr in den Medien für. Aber dieses Ehek oder Vogel oder Schweinegrippe, diese ganzen gefährlichen Sachen, nur die, das interessiert doch keinen mehr, habe ich das Gefühl. Komisch, komische Welt. Ich glaube, das existiert auch alles gar nicht mehr. Oh Gott, was habe ich getan? Kann ich die... Okay, nein, ich mache das Buch. Hä? Ich dachte, das Buch gibt mir irgendwie... Ich dachte, das Buch gibt mir irgendwas, was mir hilft. Okay, ich dachte, das Buch hatte den Effekt, dass ich irgendwie unverwundbar werde kurz. Aber das
scheint sich nicht zu bewahrheiten. Bewahrheitet zu haben. Hier, du Pilz. Ja, ich komme wieder in den gleichen Raum, okay. Da wusste ich nicht, dass sie so funktionieren. Ich glaube, der Run wird nicht mehr lange gehen. Von daher, es ist kein Ding, dass ich hier noch hier hinten rein gemacht habe. Verdammt, ey, ich ärgere mich jetzt so im Nachhinein richtig, dass ich diesen einen Run nicht aufgezeichnet habe, weil der einfach richtig gut war. Einfach die Items, die ich bekommen habe, waren so richtig OP, OP. Ein Blick auf das Ding. Ja, das ist doch die erste Dingsbums, ne? Oh Gott, Larry und Junior. Und dann so ein Gegner. So ein Boss als Abschluss hier. Dabei ist das auch einer der Gegner, die ich überhaupt nicht gut kann. Oh nee. Weil die bewegen sich irgendwie immer so ein bisschen random. Und das, ich kann das einfach nicht so gut einschätzen, wo die als nächstes lang gehen werden. Außerdem ist meine Reaktionszeit sehr, sehr begrenzt. Oh, wie mein Verstand. Oh, oh, oh Gott, das war schon wieder so knapp, ey. Weil ich wollte ihm nachlaufen, um ihm weiter Damage zu machen. Dann hat er mich einfach fast getötet. Weil ich so dumm bin. Oh, ich hab Angst, dass er jetzt irgendwie gleich hier hochkommt, wenn ich da stehe. Alter, dann ist er wirklich noch hochgekommen, aber ich hab natürlich schnell genug reagiert. Tears up. Und nein, nein, oh nein, ich habe die Seelenherzen zu spät gesehen, das wären zwei fucking Herzen gewesen, bin ich dumm, bin ich ein Bastard, bin ich ein fucking Motherfucker Bastard, ey. Es ist doch unglaublich, ich könnte mich selber schlagen. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt sowieso instant gleich irgendwo drauf gehen. Allerdings kann ich noch in einen Item Room hier reingehen. Falls ich es bis dahin schaffe, falls ich mal diesen Gegner hier töten kann. Hallo, Isaac. Made Isaac. Ja, die Pillen. Ich will erstmal gucken, was ich hier kriege. Okay. Oh. Oh, das ist witzig. Orbiting Tears hieß das oder so? Oder war das Effektbeschreibung? Was ist das? Are you a wizard? Ja, nee, an sich ja nicht. Oh Gott, ist das witzig. Wenn wir jetzt noch irgendwie so ein Tears abkriegen. Ach Gott, so ein bisschen aufstoßen, ey. Scheiß Fanta. Könnte uns das noch hilfreich bedingsbumsten werden? Oh Gott, das ist aber, glaube ich, ein bisschen schwer damit zu spielen. Auch wenn wir jetzt schön auf Range gehen können. Hier um die Ecken schießen können. Das ist ganz hilfreich, aber ehrlich, damit zu treffen, ist jetzt auch nicht so einfach. Da ist ein Buch drin. Item Shop will ich nicht, weil ich glaube, das könnte jetzt ein Gegner drin sein. Oh Gott, und dann gehe ich einfach in den Raum, wo ein Gegner drin ist. Nein, geh weg mit der Bombe. Spiritalei. Ist Pollen, scheiß, glaube ich, verpiss dich. Und er hat uns getroffen und ich bin sofort tot. Ja, bitte. Egal, soll für die heutige Folge reichen. Auch wenn ich gar nicht weiß, wie lange ich jetzt überhaupt aufgenommen habe. Juckt mich auch nicht. Ja, ich würde sagen, danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und, dann würde ich sagen, sieht man sich demnächst in einem neuen Video. Bis dann, haut rein, Leute. Tschüss.